Im Herbst ist es uns noch lästig, das viele Laub. Erst muss es runter vom Rasen, damit der Luft und Licht kriegt. Und dann sollen wir es auch noch entsorgen. Aber müssen wir das wirklich? Denn für Garten und Tiere ist die Laubstreu eine gute Sache. Je mehr wir unter Büschen und Bäumen liegen lassen, desto mehr Nützlinge finden sich ein. Winzige Arbeiter zerkleinern Blätter, recyceln Nährstoffe und versorgen uns und unsere Pflanzen mit bestem Gartendünger. Und das einfach so. Im Winter passiert noch nicht so viel. Die Laubschicht schützt die Wurzeln vor Kälte und hält die Feuchtigkeit im Boden. Raupen verstecken sich vor dem eisigen Wind. Unter Blättern bohren sich Fliegenlarven in die Erde. Futter für die Wintervögel. Irgendwann aber hält selbst der Schnee sie nicht mehr auf. Die Frühjahrsblüher stehen in den Startlöchern. Durch die Blätter schieben sie sich aus dem Boden und auch die Tiere werden wieder aktiv. Jetzt wird geraspelt, geknabbert und gefressen. Die großen Tiere müssen vorarbeiten. Schnecken, Hundertfüßer und Asseln nagen Löcher in die Blätter, schaffen Einfallstore für kleinere Lebewesen, die die Abbauprozesse vorantreiben. Im Wasserfilm siedeln sich Mikroorganismen an. Pilze, Amöben, Geißel und Rädertierchen machen sich an den Blattoberflächen zu schaffen. Herden von Hornmilben grasen den Bakterienrasen ab. Sie fressen sich durch die weichen Felder zwischen den Blattadern, schaffen filigrane Netzstrukturen, an denen wieder andere knabbern. Unzählige Lebewesen wie diese Springschwänze vermengen die Reste in ihrem Darm mit Erde und bilden so den wertvollen Humus. Nach wenigen Monaten haben die Regenwürmer die Streu fast vollständig im Boden eingearbeitet. Nicht alles Laub zersetzt sich gleich schnell. Ahorn, Holunder oder Haselblätter sind meist schon im Frühsommer verschwunden. Ihr Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ist günstig. Bei den nährstoffarmen Buchen- und Eichenblättern dauert es dagegen oft einige Jahre. Aber auch in dieser Zeit sind sie nützlich. Die dicke Streuschicht bietet Gartentieren wie Kröten, Igeln und Blindschleichen Unterschlupf und Nahrung, die dafür im Gegenzug den Garten von Schädlingen befreien.